Das Nachtshoppen in der Kamenzer Innenstadt konnte am letzten Freitag wieder durch die Händlervereinigung City-Initiative Kamenz ermöglicht werden. Ab 18 Uhr hatten zahlreiche Ladengeschäfte ihre Türen geöffnet. Die Inhaber waren vor Ort, erklärten und zeigten ihren Kunden ihre Geschäftsidee und was es bei ihnen zu erwerben gibt. Wir sind hier im Schreibwarengeschäft Schütze in Kamenz und wir machen schon seit Anfang an unser Nachtshopping mit, was immer sehr erfolgreich und sehr gut von der Kundschaft angenommen wird. Wir hoffen, dass dieses Jahr trotz der eingeschränkten Maßnahmen dies auch wieder erfolgreich wird und eingefallen wird. Eine der Mitinitiatoren, die Kamenzer City-Managerin und Fotostudio-Betreiberin Anne Hasselbach, erklärte uns das Konzept der Initiative. Es soll die Besucher in die Kamenzer Innenstadt locken, um den kleinen Ort am Stein, wie Kamenz wörtlich heißt, ganz anders kennenlernen zu können. Ja, die Einkaufsnacht ist schon viele Jahre in Kamenz, also ein wichtiger Bestandteil auch der Händlerschaft hier, ist auch durch die Händler, durch den Verein ins Leben gerufen worden und eines der beliebtesten Events überhaupt, weil es auch in den Abendstunden stattfindet, natürlich durch eine besondere Atmosphäre geprägt ist und die Menschen auch in den Abendstunden einfach bequem bummeln gehen können, besonders auch Leute, die eben auch erst nach Feierabend Zeit haben. Und ja, es lebt natürlich zusätzlich auch durch ein Rahmenprogramm, kulturelle Beiträge wie Musik, Auftritte von Vereinen, Licht, Theater, also das ganze Programm. Also ich bin ja mit meinem Studio schon viele Jahre hier in Kamenz präsent. Ich bin schon mehrfach umgezogen, genau genommen 4-mal. Und diese Räume hier waren auch schon in Fotostudio vorher und werden jetzt durch mich wieder als Fotostudio genutzt. Ich habe allerdings so viel Platz, dass ich gedacht habe, ich hole mir noch jemanden mit ins Boot und habe die Dana getroffen, meine jetzige Geschäftspartnerin. Und wir organisieren hier so einen Mix aus Fotografie und Mode und kleiner Treffpunkt auch für Modeinteressierte, für Kunstinteressierte. Wir probieren das einfach mal aus und sind gespannt. Auch die stadtbekannte freie Journalistin Ina Förster ist seit neuestem in ihrem Ladengeschäft die Schreibkraft persönlich anzutreffen und anzusprechen. Ich habe mein neues Büro hier seit September bezogen in der wunderschönen Altstadt von Kamenz. Ich bin freie Journalistin, Autorin, arbeite für diverse Medien wie die Sächsische Zeitung, aber auch für alle möglichen anderen, Leute, die irgendwas brauchen, vom Liebesbrief über die freie Trauung bis zur Trauerrede. Ich habe deswegen mir ein schönes Etablissement gesucht, ein gemütliches, wo ich auch mal Leute empfangen kann. Und ja, fernab von sterilen Büros kann man sich hier mit mir treffen oder sein Ansinnen vorbringen. Und alles rund ums Schreiben biete ich an. Fühle mich sehr wohl hier und in der Altstadt, das ist auf jeden Fall eine wunderschöne Lage, ich kann alle bloß animieren. Ich bin Kamenzerin, habe mich immer schon gewundert, dass die Straße hier so wenig belebt ist und man sitzt hier eigentlich mittendrin, man hat kurze Wege überall hin. Ja, wirklich zu empfehlen, Tipp, Kamenz, so schlecht ist das nicht. Die Affenknödel angebrannt! Leider mussten zahlreiche Aktionen Corona-bedingt abgesagt werden, um niemanden zu gefährden. Aber ein Kasperle-Theater auf einer Balkonbühne konnte trotzdem stattfinden. Blättchenmaus! Mit uns ist es aus! Au! Mach deine Sachen, aber bald! Warum hört das jetzt so kalt? Kleine und große Zuschaueraugen glänzten dabei, auch in der Vorahnung, jetzt wieder eine Weile auf Kunst und Kultur verzichten zu müssen. Die Händler waren froh, dass die Kamenzer und Bewohner aus den umliegenden Städten und Dörfern ihren Weg in die Straßen und Gässchen der Lessingstadt gefunden hatten. Und so haben die Händler auch Tipps, was es alles zu entdecken gibt. So, und jetzt habe ich noch einen Geheimtipp für euch. Da müsst ihr unbedingt noch hingucken. Am Markt, da gibt es das Winzereck. Und dort ist die offene Gartenpforte und die haben ganz viel Deko-Zeug heute schon, so Weihnachtsdeko-Sachen, ganz viel Naturmaterialien und basteln, machen schöne Kränze, da müsst ihr unbedingt nochmal hingucken. Mit viel Liebe, Ideenreichtum und Fleiß haben die Kamenzer Händler mit ihren großen und kleinen Aktionen ihren Besuchern trotz Corona ein bisschen Licht ins herbstliche Dunkel gebracht.
lassen wir immer hier.